Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Heute machen wir mal gebratenes Hähneschenkel mit Caprese-Salat. Als erstes würde ich sagen, machen wir das Hähnchenschenkel. Brauchen wir dafür? Ne, nicht eine Wurst. Hähnchenschenkel. Machen wir mal hier Salz. So, 3 Gramm Salz. 3 Gramm Pfeffer. Cayenne-Pfefferpulver. Kreuzkümmelpulver, 3 Gramm. Alter, was ist das denn? Hey Bruder, ich finde das nicht. Wo ist das denn? Ah doch, hier, lol. Ist ein Zufall. Wieder mal 3 Gramm. Oh, es sind 4. Na ja, egal. Okay, dann brauchen wir jetzt ein Backblech und das dann 120 Sekunden in den Ofen. Rein da. So. Ja, jetzt 150. Oh, fuck, warte mal, ist das ja nur 120, ne? Scheiße. Ich muss überlegen, es war, glaube ich, doch richtig. Nein, was mache ich jetzt? Ich bin komplett lost. Wir müssen einfach so ein bisschen auf Google. Währenddessen können wir schon Tomaten und Mozzarella holen. Alter. Was ist denn mit dem Kühlschrank passiert? What? Okay, der Kühlschrank ist schon wieder ganz. Hier ist Mozzarella. Wie viel brauchen wir davon? Okay, zweimal Mozzarella. Also auch Tomaten. 120 Gramm, also eine Tomate. So, dann würzen wir das mal mit Salz und Pfeffer. Ah, das habe ich ja da hinten hingeworfen. Pfeffer auch 5 Gramm. Bräuchten wir dann später noch Olivenöl? Oh, es ist ganz geblieben, Leute. First try. Oh Gott. So, rausnehmen. Alter, es sieht lecker aus, Alter. Okay, das machen wir mal hier hin. Alter, es raucht auch ganz gut. Okay, dann brauchen wir, was nehmen die da für einen Teller? Einen großen, runden Teller. Erstmal das, das Hähnchen ist heiß, warte mal. So, wir nehmen das Hähnchen und legen das da drauf. Perfekt. So, jetzt müssen wir das Ganze hier schneiden. Es sieht schon wieder so scheiße aus. Zack. vielleicht brauchen wir ein zweites Brett. Warte, wir können doch einfach hier schneiden, oder nicht? Ja. Das sieht so scheiße aus. Egal. So ist das Ganze einfach auf einen Teller, Digga. Für das nehmen wir den Teller hier. Das Chicken ist immer weggefallen. Digga. Tomate. Eigentlich sollten wir das doch abwechselnd machen. So. Und zum Schluss nehmen wir noch ein Basilikumblatt. Knall das oben drauf. Alter, das wäre jetzt so geil. Ah, Olivenöl. Stimmt, wo haben wir das hier? Logischerweise über das Hähnchen drüber. So. Bisschen viel, aber. Oh. Bisschen viel, aber das ist egal. Das gehört dazu. Alter. 10 von 10. So, dann schicken wir das doch mal runter, Alter. Alter, Geschmack. So viel hatten wir noch nie. Oh mein Gott. Fast. Bisschen mehr als 3 Sterne, Alter. Und auch die. Oh Gott, Entschuldigung. Auch die Umsetzungszeit ist natürlich bei 5 Sternen, Alter. Die sind einfach krass, Alter. Wir haben 4,5 Sterne, Alter. Der Gast ist zufrieden. Und das ist doch die Hauptsache. Ja, let's go. Oh Gott, ist das laut. Weg, 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 weg. Ja, Leute, wir haben hier noch ein kleines Chaos. Ich begebe mich jetzt erstmal ins Aufräumen und alles. Und dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge Cooking Simulator. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Thank you.